geht der Ofen ab, super. Gut, dann schauen wir mal, was wir für ein neues Motto nehmen. Da sollte normalerweise stehen, willkommen beim Drache im bei Drache im Stream. Hashtag Drachis. Scheiße, hast recht. Habe ich es eh vergessen, muss ich nochmal nachkorrigieren dann. Was wäre das denn bei mir ohne Rechtschreibfehler, Leute? Wäre doch gar nicht authentisch. Polizeitaucher, dankeschön für die 500 Bucks. Gibt es bei Deutschen eigentlich sowas wie Militärtaucher? Das Problem ist, es gibt ja Leute, die sagen sowas wie man braucht militärische Macht, um den Frieden zu bewahren. Ich persönlich bin der Meinung, militärische Macht sorgt nur dafür, dass andere sich eingeschüchtert fühlen, dadurch selber ihre Militärmacht hochstufen. Sobald dann die hochgestuft ist, fangen die anderen an, wieder plötzlich zu Panik zu kriegen und dann früher oder später führt es zum Krieg, weil der eine will nicht, dass der andere über einen anderen gewinnt. Rüstung ist genau das gleiche Kriegswerkzeug wie Waffen. Der Witz daran ist, wir Menschen müssen uns auf einer anderen Ebene weiterentwickeln, um Waffen ein für alle Mal uninteressant zu machen, egal ob ein Stein oder nicht. Also ich, wenn einen Stein sehe, ich sehe keine Waffe. Wenn ich einen Stein sehe, sehe ich einen Stein. Ich sehe, was ich mit dem Stein machen kann. Ich kann mit dem Stein ein Haus bauen oder eine Mauer ziehen. Ich kann mit dem Stein einen Grill bauen und Essen herstellen. Oder ein Lagerfeuer. Sowas sehe ich in einem Stein. Ich sehe in einem Stein keine Waffe. Drache Respekt, du bist gerade menschlicher als die meisten Menschen. Ich bin nur ehrlich, ich sage nur das, was ich glaube. Ich habe nicht vor, die Menschen zu ändern. Jeder Mensch muss sich selbst ändern. Ich kann die Menschen nicht ändern, das ist richtig. Jeder muss sich selbst ändern dafür. Das gilt auch für mich. Wir müssen unsere Mentalität erhöhen und unsere Mentalität steigern und nicht unsere Kriegslust und so weiter. Was denkst du, warst du im früheren Leben? Ich habe keine Ahnung. Das werde ich erst nach meinem Tod erfahren. Was haltet ihr von der Matrix-Theorie? Halte ich auch für möglich. Aber wenn wir schon bei Matrix sind, dann können wir gleich einen Schritt weitergehen und Truman Show einbauen. Das ist interessant, wie ich finde. Der Witz daran ist ja, es wäre theoretisch gesehen ja möglich, ne? Also nicht unbedingt den Geist einzusperren, ist vielleicht nicht so ganz so einfach, aber im menschlichen Körper gibt es eine elektrische Spannung. Also der menschliche, das ist nicht ganz so falsch. Ich weiß nicht, ob die Zahlen, die gesagt haben, stimmen, aber im menschlichen Körper fließt eine elektrische Spannung. Beziehungsweise der menschliche Körper erzeugt eine elektrische Spannung. Deswegen kann man ja eine gewischt kriegen, wenn man auch statisch aufgeladen ist und wohin langt, an Metall oder so. Ob man den Verstand des Menschen einsperren kann, bitte versuchen, ihn in eine Art Stasis zu versetzen oder in ein künstliches Koma. Und müsste versuchen, das Gehirn so anzuzapfen, dass es halt eine Art Traum erstellt. Und das wäre dann quasi die virtuelle Reality. Die Theorie dahinter ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe da mit ein paar Kumpels ja schon, weiß gar nicht wie oft, schon drüber diskutiert. Was zum Beispiel auch ein sehr interessantes Thema ist, da habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder drüber nachgedacht. Ich habe mit meinem Onkel vor ein paar Jahren mal ein bisschen drüber diskutiert und er hat mit einigen Kumpels von sich mal drüber diskutiert. Wenn man schneller als das Licht ist, Lichtgeschwindigkeit erreicht, ist es für einen selbst dunkel? Weil theoretisch gesehen, wenn man sich so schnell wie das Licht bewegt, dann hat man ja eigentlich kein Licht. Solche Thematiken finde ich saugeil. Englisch ist ja die Weltsprache. Aktuell. Und es gab ja damals die Diskussion, glaube ich, irgendwie. Es gab ja ein paar verschiedene Sprachen und ich glaube, Deutsch kam auch mit vor. Deutsch, Englisch und ich glaube noch irgendeine. So, Spanisch. Spanisch war's, genau. USA wäre fast deutschsprachig geworden. Es wäre schon cool eigentlich, wenn. Es wäre schon cool gewesen, wenn Deutsch die Weltsprache wäre. Weil dann bräuchte man sich als Deutscher keine unbedingte Fremdsprache aneignen, weil man in der ganzen Welt verstanden werden könnte. Voll egoistisch. Die Aussage, dass es geil wäre, wenn es Deutsch wäre,
Naja, gut, dann kannst du sagen, dass Englisch die komplette, dass England komplett egoistisch ist, weil Englisch die Sprache ist. Englisch ist aber nicht schwer. Schwer vielleicht nicht, aber ich würde jetzt auch sagen, das Deutsche ist ja auch nicht gerade schwer. Wenn du Objekte hast, die sich genauso schnell bewegen, wie, also das eine Objekt bewegt sich so schnell wie das andere, die sind gleich schnell, dann steht für dich das andere Objekt still. Wenn du zum Beispiel am Auto hinterherfährst mit 20 km/h und du fährst selber mit, also das Auto vor dir fährt 20 km/h und du fährst auch 20 km/h, dann kommst du an das Auto nicht näher ran. Wenn du dich also mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, bewegst du dich genauso schnell wie das Licht. Das ist nämlich der Punkt daran. Aber Licht bewegt sich ja nicht nur in eine Richtung. Gut, das ist natürlich ein brauchbares Argument, freilich. Weil es kommt ja aus allen Richtungen in dem Sinne. Naja, wobei, das stimmt auch so nicht ganz. Licht kommt aus einer bestimmten Richtung. Wenn du auf eine Sonne zufliegst zum Beispiel, kommt dir das Licht entgegen. Wenn du von der Sonne wegfliegst, dann kommt es dann bewegt es genauso schnell. Forever young. Ich habe die letzten Tage gar nicht so viel Lust zu streamen, muss ich sagen. Der Schrank ist eigentlich schon längst fertig. Das Einzige, was immer noch fehlt, sind zwei Türen. Aber ich habe mittlerweile den Schrank fertig aufgebaut, die Regalbretter reingepackt. Ich habe meinen Schrank eigentlich ganz gerne offen, also ohne Türen, muss ich sagen, weil für mich das nicht, weil es irgendwie wie ein Ankleidezimmer ist, sondern für mich ist es immer geil, wenn der offen ist, weil es für mich ein gut aussehendes Regal ist. Ich mag die Türen nicht am Schrank, das gefällt mir nicht. Tür aufmachen, Zeug raus, Tür zu. Das nervt mich immer. Ich bin eben jemand, ich mag Effizienz, deswegen ist ein offener Tür, ist ein offener Schrank für mich immer schöner. Ich einfach aufstehe, vorbeigehe, reingreife, weiß genau, wo was ist, greif rein, nimm das raus und gehe weiter zum Duschen. Mit Tür wird aber der Staub ein bisschen abgehalten. Staub, ganz ehrlich, da wird nicht viel Staub sein, weil mein Schrank, ich habe nicht so viele Klamotten, dass meine Klamotten Staub ansetzen könnten. Entweder sie sind in der Wäsche oder im Schrank oder ich habe es an. Und im Schrank sind die meistens nicht sonderlich lange. Was sieht es so aus, als ob du die Scharniere vom Schrank auf der falschen Seite angebracht hast? Die Scharniere sind nicht auf der falschen Seite. Ist dir mal beim Duschen die Seife runtergefallen? Wem nicht? Die Seife fällt doch jedem mal beim Duschen runter. So, eine Sache übrigens noch als kleinen Denkanstoß, was mich mal sehr interessieren würde. Und zwar schon seit recht langer Zeit. Was ich sehr interessant finde, ist bei Herrn Newstime. Oh ja, jetzt gibt's wieder Rage Paid. Ich will eigentlich nicht schlecht über ihn reden, weil ich ihn eigentlich so an sich ganz gerne mochte. Aber dann hat er plötzlich wieder Blödsinn gemacht mit der Sache damals von meinem anderen Account. Und es ist schon mal aufgefallen, dass er nie positive Sachen berichtet von mir. Zum Beispiel hat Herr Newstime nie berichtet, dass ich Songs mache, dass ich Lieder schreibe, wisst ihr? Generell ist mir das aufgefallen in den Medien und überall. Finde ich immer irgendwie merkwürdig. Weiß nicht. Egal was ich mache, es wird immer nur das Schlechte von mir gepostet oder gesagt oder gezeigt. Negatives bringt wahrscheinlich mehr Klicks. Ja, aber man könnte zum Beispiel, wenn man Negatives berichtet, auch gleichzeitig noch Positives berichten. Weißt du? Das ist halt so die Sache, die mich ein bisschen... Ich würde nicht mal sagen triggert, weil wirklich interessieren tut es mich eigentlich nicht. Ich finde es halt nur irgendwie strange und irgendwie finde ich das ungerecht. Ja, weil über andere Lieder oder über andere YouTuber oder so berichtet er auch positive Sachen. Aber über mich wird immer, und das gilt nicht nur für Newstime, sondern auch für andere... Über mich wird echt fast nur Schlechtes berichtet eigentlich. Hauptsache, die haben irgendwelche schlechten Nachrichten. Hauptsache, ich werde schlecht dargestellt. Ich meine, in gewisser Weise könnte Newsy eigentlich auch mal ein bisschen entgegenkommen. Der Witz ist, bevor mein Discord gelöscht wurde, mein Account, hatte ich ja sogar über Discord Kontakt mit ihm. Und habe ihn auch hier und da mal gefragt und ihn darauf aufmerksam gemacht, ey, pass auf. Das habe ich noch gemacht, bevor die Songs veröffentlicht wurden. Ich habe gesagt, ey, pass auf, in 2 Wochen kommt mein neuer Song, falls du darüber berichten möchtest. Also, haut rein, euer Drache und... Wobei, du musst es sowieso... Haut rein, ciao.